Hi Leute, das Sano hier. God of War Ragnarok ist endlich da. Und ja, wie alle anderen Sony-Titel gibt es auch hier einen ganzen Scheiß einzustellen. Also ist unglaublich. Kennt man normalerweise nur von PC-Versionen. Sony macht es ja, seit den letzten Titeln schon hier in Last of Us zum Beispiel und in Horizon. Das ist auch schon so, dass man wirklich sein Spiel, seinem Spielstil extrem gut anpassen kann. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen zeigen, was ich so eingestellt habe, was ich denke, was ihr definitiv einstellen solltet. Vieles davon ist persönliche Präferenz, aber wir schauen mal drüber. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Abo und ein Like da und schaut doch mal bei mir auf Twitch vorbei. Wir gehen jetzt erst mal auf den Reiter Gameplay. Und hier habt ihr ganz klassisch die Zielhilfe, je nachdem, wie ihr sie haben möchtet. Natürlich, hier habt ihr auf der rechten Seite, seht ihr, wenn ihr klassisch Plus macht, wird das Ganze noch ein bisschen extremer. Je höher ihr das stellt, desto mehr habt ihr den Lock-On. Was ihr aber, ja, nicht wirklich braucht, könnt ihr locker auf klassisch lassen, das ist überhaupt kein Problem. Rätsel, Zielhilfe, richten Sie das Fadenkreuz beim Zielen auf ein Rätselziel in der Nähe. Falls ihr damit Probleme haben solltet oder es einfach schneller gehen soll, dann könnt ihr das natürlich anlassen. Die Rätselzeit, das ist so eine Sache, die ich persönlich auf erweitert gestellt habe, weil meistens sind das so Quicktime-Events. Ihr kennt es, wenn irgendeine bestimmte Situation ist und ihr eine gewisse Zeit habt, irgendeinen Knopf zu drücken. Habe ich ein bisschen erweitert gemacht, so ist das Fenster einfach ein bisschen größer und verringert den Frustfaktor. Den Rest, wie ihr hier seht, ist persönliche Präferenz. Was hier beim Spielstil, was ich absolut nicht verstehen kann, hier immer eingestellt, dass Interagieren auf Kreis ist und Ausweichen auf X. Kann ich nicht verstehen. Jedes andere Spiel ist mit Kreis ausweichen und somit habe ich das umgestellt, wie im ersten Teil auch schon, dass halt auf X interagiert wird, also Kisten öffnen und etc. pp. Der ganze Kram und auf Kreis halt ausweichen. Was, ja, meines Erachtens echt Sinn macht. Den Rest hier, ihr seht, den habe ich Standard gelassen. Und dann gehen wir auch direkt schon zu Grafik und Kamera. Hier muss ich sagen, ich bin normalerweise ein Typ, der, ja, besonders in Multiplayer-Spielen, stelle ich sowas wie die Körnigkeit oder die Bewegungsunschärfe, das Motion Blur, stelle ich runter, weil es mir voll auf den Sack geht, ne? Hier ist es absolut okay. Also könnt ihr wirklich anlassen, A, Singleplayer-Game und B, ist es wirklich nie so krass störend. Ja, dient sogar noch eher der schönen Optik, deswegen passt es auf jeden Fall. Grafikmodus, und hier gibt es so einige Sachen, die man einstellen kann. Hut ab, was Sony hier rausgehauen hat bei einem Game, das so geil läuft, das so gut aussieht wie God of War Ragnarok. Es gibt Grafikmodi, Leistung bevorzugen, Qualität bevorzugen. Eigentlich gibt es vier Modi. Ne? Also wenn ihr auf der PS5 spielt, auf PS4 und PS4 Pro, da ist es nochmal anders. Da bleibt die Ziel-Framerate bei 30 FPS, bei einer dynamischen Auflösung. Und hier auf der PS5 ist es einfach so, wenn ihr normal spielt, und jetzt müsst ihr aufpassen, habt ihr einen Monitor oder Fernseher, der HDMI 2.1 unterstützt und VRR, ne? Also die Variable Refresh Rate, dann könnt ihr da, wie gesagt, nochmal mehr einstellen. Standardmäßig habt ihr bei Leistung bevorzugen, ne, habt ihr eine dynamische Auflösung bis zu 4K bei 60 FPS, bei konstanten 60 FPS. Bei Qualität bevorzugen habt ihr 4K bei 30 FPS nativ, ne, also da ändert sich ja wirklich nichts. Und das Ganze, wie gesagt, bei HDMI 2.1, dann habt ihr dann nochmal, wenn ihr dort auf Leistung geht, habt ihr bis zu 120 FPS bei einer dynamischen Auflösung durch VRR, ne, und die Features von HDMI 2.1, das ist sehr, sehr geil. Und die andere Auflösung ist ultra hohe Qualität bei 40 FPS. Natürlich mega, wenn man die Auflösung hat. Ich persönlich finde die, ich zocke ja auf dem Monitor, ne, ich finde die Monitore vom Preis halt noch echt, echt krass, ne, was HDMI 2.1 angeht. Aber wie gesagt, wenn man das Feature hat, solltet ihr definitiv von Gebrauch machen. Richtig nice. So, der Rest hier ist, ja, persönliche Präferenz. Bewegungssensorfunktion, falls ihr Bock drauf habt, mit dem Controller hier so gyromäßig zu aimen, dann könnt ihr das hier anstellen und könnt dann zum Beispiel, wenn ihr die Leviathan-Axt, wenn ihr anvisiert mit der, könnt ihr dann hier nochmal ein bisschen aimen mit dem Controller. Muss man mögen, kann man vielleicht mal hin und wieder anschalten. Ich hab's in dem Fall hier erstmal ausgelassen. So, Audio und Untertitel,
Das ist immer so eine Sache, auch vieles persönliche Präferenz. Ich zum Beispiel, ich spiele die meisten Singleplayer-Games, spiele ich mit englischer Sprachausgabe, weil ich es persönlich besser finde, und deutsche mit Untertitel. Aber das ist halt, wie gesagt, jedem das seine. Hier könnt ihr definitiv so ja, alles eingestalten lassen, wie es ist. Untertitel müsst ihr halt auch für euch selbst schauen. Und ansonsten war ist die Einstellung hier der Lautstärke so absolut okay. So, Text und Farbe, hier ist halt auch vieles persönliche Präferenz. Warum sie hier bei Audio und Untertitel nicht direkt reingepackt haben, weil hier seht ihr es. Ja, hier habt ihr Textsprache, ich auf Deutsch, Sprachausgabe, Englisch, USA. Solltet ihr umstellen auf Englisch oder eine andere Sprache, dann müsst ihr nochmal zusätzlich ein Sprachpaket runterladen. Was aber kein Problem sein sollte. Ansonsten habt ihr hier klar die Farbfilter und könnt halt hier wirklich für entsprechende Gegner und NPCs nochmal eine eigene Farbe anstellen. Solltet ihr in der Hochkontrastanzeige spielen, dann sieht es auch wirklich so aus, wie ihr es hier auf dem rechten Bild da seht. So. Ihr habt also nochmal den Reitersprache. Controller, Neuzuweisung. Hier könnt ihr komplett euch frei entfalten, könnt ihr, ne? Wie gesagt, ich habe auch hier, nicht nur, dass ich ausgetauscht habe, X und Kreis, halt wegen dem Ausweichen, ich habe auch ausgetauscht, dass Blocken mit dem Schild, ne, das Schild rausholen bei mir auf L2 ist, statt auf L1, finde ich ein bisschen besser, und habe L1 dann genutzt, um zu zielen, um die Axt zu werfen zum Beispiel. Hier habt ihr nochmal eine Übersicht über die komplette Steuerung. Barrierefreiheit hier nochmal. Als irgendwelche Beeinträchtigungen bestehen, könnt ihr hier halt nochmal extrem gut anpassen. Ist halt einfach geil, dass die Möglichkeit da ist, ne? Das ist halt einfach nice. Und wo ist der andere Punkt, den ich noch wollte? Moment. So, hier war das noch, was ich ansprechen wollte. Automatisches Aufheben habe ich auch vollständig. Ist richtig, richtig nice. So braucht ihr nicht die ganze Zeit X drücken, für einen Quatsch aufzulooten, der auf dem Boden ist. Macht Kratos dann automatisch. Und selbst wenn ihr, was ziemlich gut gelöst ist, wenn eure Lebensanzeige voll ist und ihr habt die Gesundheitssteine, die auf dem Boden liegen, um euch wieder hochzupushen. Wenn ihr voll seid, gibt es trotzdem die Möglichkeit, dass ihr, X drückt für zum Aufraffen, und das ist eigentlich ganz nice, so verschwendet ihr einfach nichts, ne? Das ist voll in Ordnung. So, den Audio-Hinweis-Glossar, den ignorieren wir, und ja, ansonsten waren das meine Einstellungen. Könnt mir auch mal schreiben, was ihr so für Einstellungen nutzt, die euch noch mit am besten gefallen. Ich hoffe, das kann so ein bisschen geholfen, einen kleinen Überblick zu verschaffen, und ich sage auf jeden Fall mal ciao, bis zum nächsten Mal, macht's gut, Leute, bye.